Hallo liebe Freunde des gepflegten Modellbahnbaus. Hier ist euer Aquapainter aka Uli. Bleiben wir mal dabei. Worum wird's gehen? Das hier ist die erste Folge, kann man sagen, eines Videos, wo eine Modellbahnanlage, gibt's ja schon einige im Internet, komplett aufgebaut wird. Ich möchte das euch eigentlich von Anfang bis Ende zeigen, oder dass ihr vielleicht Lust habt, mich zu begleiten. Da würde ich mich sehr freuen. Und wie soll ich es euch sagen? Man sieht ja jetzt hier bei mir noch keine Gleise. Die Anlage ist eine Anlage, welche in einer, ich sag mal, Schrankwand eingebaut ist. Man sieht es ja ganz gut auf den Fotos. Mir war wichtig, dass ich in meiner Männerhöhle, meiner Man Cave, wie man vielleicht sagen würde, eine Anlage reinbauen kann, die ich bei Bedarf auch verschwinden lassen kann. Ich wollte keinen eigenen Raum nutzen. Wir haben hier sicherlich die Möglichkeit da. Vielleicht kommt das später mit einer anderen Anlage mal auch noch dazu. Ich wollte einfach bei mir hier in meinem eigenen Reich eine Modellanlage reinbauen, die ich, wie gesagt, im Schrank verschwinden lassen kann. Natürlich ist sie nicht in einem Schrank eingebaut, sondern ich habe den Schrank komplett umgebaut. Vielleicht kann man es ganz gut sehen. Das war also meine Anbauwand. Die haben meine Eltern früher noch benutzt. Die habe ich hier in meinem Büro, in meinem Zimmer drin stehen. Und jetzt habe ich das komplett umgebaut und habe mir jetzt eine Anlage von knapp 3 Meter Länge und von der Tiefe her auf der einen Seite relativ schmal mit ca. 50 cm, auf der anderen geht sie bis zu 1,60 Meter, weil sie dort auch noch im Schrank verschwinden wird. Das heißt, eine sogenannte Gleiswendel wird dort eingebaut, dass ich mir den Platz auf der Anlage nicht kaputt mache. Also ich möchte auf mehreren Ebenen fahren und entsprechend da das dann auch verschwinden lassen will. Da kommt auch der kleine Schattenbahnhof rein. Vielleicht mal zur Strecke. Das ist eine Spur Z, um die es mir hier geht. Eine Z-Anlage. Hier sehen wir auch den Hintergrund jetzt den an. Ich filme jetzt hier gerade in das Schrankfach sozusagen rein. Man sieht jetzt hier rechts den Schrank, dass hier drin ist alles reingebaut worden. Unten drunter ist auch alles komplett umgebaut, neu gebaut. Da ist im Grunde nichts mehr im Original. Hier wird die Anlage drauf fahren. Als Größenverhältnis sehen wir ja ganz gut die Gleise mal im Hintergrund noch drin. Oder hier ab und zu mal liegen. Die habe ich da so ein bisschen mal hingepackt, dass ich mal so ein bisschen meine Vorstellung habe. Da hinten haben wir im Hintergrund ein bisschen eine Schweineecke sozusagen, wo ich beim Tapezieren mal durchgepackt habe. Das sollte aber nicht das Problem sein. Da wird mit Airbrush, genau wie hier auf der rechten Seite, mit Airbrush das Ganze noch entsprechend angepasst, so dass das dann auch alles hübsch aussehen sollte. Hier unten sehen wir jetzt eine Ablage, die kann ich rausziehen. Da habe ich mir einen Test-Oval aufgebaut, wo ich also die Loks ganz gut testen kann. Hier sehen wir mal so einen kleinen Zug mit 7 Kesselwagen dran. Die werden auch später alle noch mit Airbrush schön gealtert, ein bisschen verrostet und wie auch immer. Die kleine Lok hier vor, die hat, fehlt der Deckel oben drauf, den dürfen wir nachher noch sehen. Das hat einfach den Grund, ich habe die Lok in einem Ultraschallbad gereinigt und habe alles sauber gemacht und den Deckel habe ich abgelassen, weil er ist eigentlich immer mehr oder weniger alleine abgefallen. Auch hier möchte ich die Loks noch, da sehen wir übrigens, möchte ich die Loks auch noch altern mit Airbrush. Das heißt, die sollen nicht so standardmäßig sauber aussehen, die sollen also richtig ein bisschen Farbe bekommen. Das sind kleine Standard-Loks, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Hier sehen wir noch ein Gleisfahrrad oben, dann hier unten ein paar Gleise. Hier eine wunderschöne Ablage nochmal in dem Schrank mit drin, wo ich rausziehen kann, wenn da mal was zu basteln, abzulegen ist. Man will ja dann später auch sein Material, sei es ein Schraubendreher oder wie auch immer, nicht unbedingt in die Anlage reinlegen. Das kann man also ganz gut da auf diese Schubfächer oder Schubtabletts da ablegen und entsprechend da dann zu werkeln. Ja, hier sehen wir, wie gesagt, noch ein paar Gleise, ein bisschen Kabel. Das liegt erstmal alles nur wild da. Es sieht wild aus, aber ich verspreche euch, das wird eine sehr schöne Anlage. Wir sehen auch hier, dass der Hintergrund etwas hochgehoben ist. Das hat ja auch den Grund, sondern die Anlage soll ja auch hoch gebaut werden. Jetzt ist es so, wenn man davor steht, ist das untere Brett, was wir jetzt gerade nicht mehr sehen, das ist so Bauchhöhe bei mir. Ja, also jetzt hier im Vordergrund, das hier, da dieses quer gezogene Brett, das ist wirklich der unterste Punkt der Anlage. Und das unten die Sperrholzbretter, die wir drin sehen, die sind also auch nicht der Anlagenboden, der wird höher sein, sondern das ist tatsächlich nur
eingelegt, wenn da was passiert, meine Lok entgleist, runterfällt, dass die mir nicht hinter meine Schränke fällt und ich komme nie wieder ran, sondern das ist wirklich nur so ein Zwischenboden. Also die Anlage selber kommt höher. Wenn man da später reinschauen wird, wird die also entsprechend auf 1,20 Meter, 1,30 Meter vor einem herfahren, die ganze Bahn. Hier sehen wir Lichtschalter an der Seite. Da ist übrigens der Schrank nach links weg, wo später die Einfahrt in diesen Schrank, den wir jetzt hier links sehen, reingebaut wird. Da kommt der Wendel rein. Da kommt dann die, der Schattenbahnhof mit rein, also alles da drinnen sein. Hier oben sehen wir das Rollo, was man runterziehen kann. Das wird also auch noch elektrisch gemacht übrigens. Da kommt ein elektrischer Antrieb rein, dass man das also dann entsprechend mit Druckknöpfen oder mit Druckschaltern dann oder Tastern das Ganze dann hoch und runter fahren kann. Ein bisschen komfortabler gemacht und entsprechend dann das Ganze ausgebaut. Ja, das soll es heute erstmal gewesen sein. Vielleicht noch dazu. Das Thema der Anlage soll auch kein normales Thema werden. Also es soll jetzt hier nicht Anlage XY in irgendwelchen ländlichen Gebieten, in irgendwelchen Berggebieten rein, sondern mir persönlich schwebt da ein bisschen was Verrücktes vor. Und zwar so eine reine Steampunk-Geschichte. Steampunk, damit nicht gemeint, dass wir hier Dampfloks fahren. Natürlich stehen da auch drei Dampfloks unten mit drin. Sondern alles so ein bisschen... ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll, ein bisschen verrückt gemacht. Es soll ein Grad an Realismus reingepflegt werden, aber es soll auch alles ein bisschen surreal mit reingebaut werden. Das heißt, da soll sich ein bisschen was bewegen, da soll sich was drehen, da soll verrückte Maschinen mit entstehen, die da funktionieren und sowas. Also es soll schon wirklich ein bisschen Kram hier eingebaut werden, der also nicht normal ist. Also ich will hier nicht eine Bahn nachbauen, die irgendwo im Harz fährt oder irgendwann in den Alpen fährt oder irgendein Bergdorf oder das möchte ich nicht. Das gibt es zuhauf, das brauche ich nicht, das kann ich mir woanders angucken. Mir geht es darum, dass man eben wie gesagt ein bisschen was anderes mal reinbringt. Die Anlage wird komplett digitalisiert werden, aber nicht so weit digitalisiert, dass jetzt hier alles programmiert und vollautomatisch fährt. Das möchte ich nicht. Es soll in dem Fall digitalisiert werden, dass ich die einzelnen Loks ansprechen kann, dass ich gleichzeitig mit mehreren Loks fahren kann, so wie man sich das natürlich auch mit den digitalen Anlagen wünscht. Und ja, das wäre es erstmal dazu. Dann würde ich hoffen, dass euch das Thema gefällt und würde mich freuen, wenn ihr dann auf den nächsten Videos dabei seid, wenn es losgeht. Es geht jetzt los. Es ist natürlich immer, wer Modellbahn baut, weiß, das dauert alles seine Zeit. Man schnippt ja nicht mit den Fingern und hat eine Anlage vor sich stehen. Ein Gleisplan gibt es grob, aber nicht ins Detail. Das hatte ich mir ein bisschen gespart. Ich habe auch dieses Programm dazu. Das habe ich mir ein bisschen gespart. Es soll einfach wachsen, ja, die Anlage. Und da denke ich mal, da werden wir vielleicht viel Spaß miteinander haben. Ich freue mich, wenn natürlich irgendwie Kommentare kommen sollten. Das wird am Anfang wahrscheinlich eher ein bisschen spärlich sein und vielleicht mit der Zeit ein bisschen wachsen, dass sich doch für zwei, drei Leute für interessieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wenn du das Thema magst, wenn dir das gefallen sollte, kannst du gerne jetzt schon auf den Abo-Knopf klicken, auf die Glocke klicken, dass du das nicht verpasst, was ich hier sende. Und ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest, wenn du immer mit dabei bist. Ich versuche hier auch in Zukunft viele Tipps und Tricks mit einpflegen zu lassen, was die Anlage und Pflege angeht, was vielleicht auch das Digitalisieren der kleinen Loks angeht. Das ist ja alles noch umzubauen und solche Geschichten sollen da einfach alles mit reinspielen. Alles klar, dann verabschiede ich mich für heute erstmal, sag schön, mach's gut und dann bis zum nächsten Mal. Dein Aquapainter Aqua Uli. Bis dann, ciao.